Hey Leute, willkommen zu einem ganz speziellen Angezockt-Video. Ich habe ewig gebraucht, um es zu installieren, aber wir spielen nun Pokémon Dragon Ball Z. Passt mal auf, Leute. Ich gehe mal zu den Kapseln. Ihr kennt die Pokébälle, die man sich hier am Anfang aussucht. Hier ist zum Beispiel Goku drin. Nein, den wollen wir nicht. Hier haben wir Son Gohan darin. Natürlich, unsere ganz normalen Starter-Pokémon, ne? Unsere ganz normalen Starter. Hier haben wir Vegeta. Diana würde sicher Vegeta nehmen, aber, Leute, wir müssen einfach Gohan nehmen. Bam! Und ja, Leute, sie können sich entwickeln. Sie können neue Attacken lernen. Sie können fusionieren. Ihr könnt in der freien Wildbahn Dragon Ball Kämpfer fangen und so weiter. Nickname? Ne, passt schon. Leute, ich habe noch nie so was gespielt. Ich spiele es auf einem sehr kleinen Bildschirm. Und wir haben unser Pokémon. Müssen wir jetzt hier kämpfen? Ja. Oh Gott, Leute. Leute. Unser erster Dragon Ball Pokémon Cup. Ey, ich krieg die Tür nicht zu. Ich hoffe, ich habe die Cam jetzt nicht blöd platziert. Das Spiel ist nicht zu laut. Mal kurz gucken, wo die Cam ist. Ja, passt doch, oder? Passt doch. Bisschen kleiner macht vielleicht. Moment. So, kämpft ein bisschen kleiner, ab geht's. Er wird uns natürlich beibringen, wie man kämpft, ne? Ich hoffe echt, das ist nicht zu laut, das Spiel. Und der Trainer nämlich, wir sind der Trainer von Gohan, Leute. Und ja, wir wissen, wenn der Gegner 0 Leben hat, wir haben ja alle schon Pokémon gespielt. Und wir fighten. Punch oder Guard? Punch! Hau ihm ins Gesicht! Bam! Oh, wir haben mit Gohan Goku geschlagen. Easy. Oh, er macht auch Punch. Die Sau. Nochmal. Bam. Crit, komm, Crit, nein! Oh Gott, was spiele ich hier? Er crittet natürlich! Wenn wir jetzt nicht critten, haben wir verloren den ersten Kampf. Nein, er ist schneller! Cheater! Was spiele ich hier? Oh Gott, Leute. Oh Gott, was spiele ich hier? Ah, wir wurden besiegt, leider. Oh Mann, nein! Nein, Garrett uns besiegt. Du bist nicht großartig, wir hatten nur Pech. Wir hatten einfach nur Pech. Oh Mann. Das ist echt Pech, dass er uns gecrittet hat und wir ihn nicht. Ich hoffe, das Spiel ist echt nicht zu laut. Ich mache es lieber noch ein bisschen leiser. Besser zu leise als zu laut. Denn dieses Spiel, ja, wir kennen es ja, ne? Wir kennen es ja. Leute, sind wir nun bereit schon auf die Reise zu gehen? Können wir jetzt schon ein Dragon Ball Meister werden? Und Leute, passt mal auf. Ich gehe jetzt nach oben, ne? Guckt euch die Häuser an. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Was will die hier? Trainer-Tipps. Press Start to open the Menü. Okay, ja. Interessant. Oh Gott. Wir gehen auf Route 1, Leute. Hier können nun wilde Dragon Ball auftauchen. Wilde Pokémon kann man gar nicht sagen. Ne. Bärtief. Oh Gott. Wir kämpfen gegen ihn. Bam. Die Musik dazu, Leute. Ich hoffe, ich sehe es nicht zu laut. Weiter geht's. Punch. Oh, er lebt noch. Nein. Aua. Wir könnten ihn auch fangen, by the way. Wir brauchen nur eine Capsule Corporation Kapsel. Der hat sogar eine Berry. Was? Wir spielen hier übrigens diesen ROM-Hack auf der Pokémon-Mod. Pokémon Feuerrot. Pokémon Feuerrot für den Nintendo Advance. Ja, besiegt. Und wir sehen, wir kriegen jetzt auch Erfahrungspunkte. Mega nice. Mega nice. Man kann noch einen Kampf. Falls wir jetzt hier verrecken, ist ja egal. Ich glaube, am Anfang gibt es ja auch noch Pflanzen mehr und so weiter. Und es gibt Boo, es gibt Cell, es gibt hier alles. Die, im Juli gab es das letzte Update. Und da wurde es abgedatet. Es gibt nun auch Super Saiyan God hier, Super Saiyan Blue und so weiter. Leute, ich bin im Hype. Ich wollte es euch echt mal zeigen. Ich weiß nicht, ob wir es weiter spielen werden. Ich habe keine Ahnung, wie Bock ihr auf sowas habt. Auf ein Pokémon Dragon Ball Spiel. Ich habe echt keine Ahnung. Bitte nicht critten, bitte nicht critten. Oh Gott. Jetzt müssen wir ihn töten, sonst haben wir ein Problem. Oh Gott. Knapp. Sollen wir jetzt ein Level-Up haben sogar, oder? Ja, perfekt. Es läuft, Leute. Level 6. Defense, Attack, Speed. Weiter geht's. Und wie gesagt, er kann sich auch entwickeln.
Das ist der Shit, Leute. Oh, wir haben... Oh, fuck. Ich weiß noch nicht überhaupt nicht, wo hier das Menü ist, auf welcher Taste. Nö. Ist das falsch? Ah, Enter. Enter ist die Tasche. Haben wir einen Trank oder so? Nein, haben wir nicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Okay, dann muss ich zurück. Zu meiner Mama. Ich glaube, die Mama heilt uns, oder? War ich das richtig in Erinnerung? Boah, hoffentlich kommt jetzt hier kein Pokémon. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Nein. Können wir flüchten? Wir werden versuchen zu flüchten. Aber ich finde das so geil, wie sie aus den Kapseln rausfliegen, ne? Ja, okay. Welches ist jetzt unser Haus? Ich glaube, das linke war unsere Wohnung. Ich glaube, Mama heilt uns, oder? Ja, sehr schön. Habe ich richtig in Erinnerung. Leute, was spielen wir hier? Was spielen wir hier? Nehme ich aber auf? Ja, ich nehme auf. Okay. Können wir weitergehen. Ich hoffe nur, ich kann hier auch richtig speichern. Und zwar, das spielst du auf dem Emulator am PC. Und mit der Tastatur gerade. Leute, gerne, bitte, gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Ja, das Spiel gibt es schon ewig, ich weiß. Ich denke auch, 50% von euch kennen es sicher schon. Aber mal gucken, ne? Was ihr so sagt dazu. Ah, der hat eine gute Verteidigung. Wir müssen leveln, Leute. Wir müssen leveln. Ich muss trainieren. Oh Gott, geil. Sehr schön. Wir müssen leveln, Leute. Gohan muss stärker werden. Gohan kann sich entwickeln zum Super Saiyajin, glaube ich, und danach zum Potenzial freigesetzt Gohan. Er kennt alle Gohan, wie stark er wird. Ich weiß noch nicht, ob Gohan jetzt die beste Wahl ist zum Start, aber ja, egal. Ah, hier ist ein Pokémon Center, toll. Bin schon da. Hier würde eigentlich ein Relaxo liegen, ne? Hier liegt aber ein alter Mann. Nein, der alte Mann war, glaube ich, immer hier. Da kann man rübergehen, glaube ich. Hier waren ja auch noch Pokémon, ne? Hier ist man auch auf einen Rivalen getroffen, glaube ich, ne? Muss ja aufpassen, dass ich ihn nicht triggere, oder? Ich glaube, es war so. Mal gucken, was hier so rumläuft. Yamchu! Leute, Yamchu! Was spiele ich hier? Yamchu! Wir müssen Yamchu verhauen. Ein Crit! Ist ja eigentlich ein Wunder, dass Yamchu nicht einfach beim ersten Treffer umfällt. Ne? Wie viele Erfahrungspunkte gibt uns ein Yamchu eigentlich? 29. Ja, Level 7. Sehr schön. Leute, es läuft. Es läuft. HP und Death. Das ist mehr so eine defensive Einheit. Wer weiß. Das läuft denn hier noch so rum. Muss gucken. Ich habe nur leider überhaupt keine Ahnung mehr von der Story von Krillin. Was? Wie geil. Wir können also sofort ein Team machen mit Krillin, mit Yamchu, Gohan und Pflanzen. Andere, glaube ich, auch irgendwo rum. Aber das ist ein natürlicher Feind von Yamchu. Sehr schön. Auch dann. Läuft. Er bräuchte echt mal eine Heilung oder so. Einen Trank oder irgendwas. Versuche jetzt mal noch einen umzuboxen. Wenn wir verlieren, verlieren wir halt. Wachen wir halt zu Hause wieder auf. Yamchu. Bitte jetzt nicht gegen Yamchu verlieren. Level 3. Oh Gott, Leute, ich bin im Hype. Es macht gerade so Spaß. Oh, daneben getreten. Das ist auch typisch. Und tschüss. Nice. Critical Hit. Tschüss, Yamchu. Ich level mich hier gut hoch, ne? Mal gucken, ob hier noch was rumläuft. Bis jetzt hier in diesem Wiesenfleck Yamchu und Krillin, ne? Es gibt ja auch Beerus. Es gibt ja Wiesen. Oh, da ist der Pflanzenmann. Okay, haben wir ihn auch mal gesehen? Der Pflanzenmann, Leute. Ich krieg die Tür nicht zu, ne? Was nehme ich hier auf, ne? Lia setzt da ein, okay. Okay, wir sind jetzt ein bisschen schwächer, aber wir sollten ihn trotzdem easy wegkriegen. Ist nur Level 2. Pflanzenmann, Krillin, Yamchu haben wir schon gesehen. Und diesen Bär-Typ mit dem Schwert. Gibt's hier noch was? Wieder Krillin? Ne. Ich glaube, hier haben wir sonst nichts. Ich hoffe, den kriege ich jetzt noch down, ne? Bitte, kriegt er noch down. Oh, das ist nicht gut. Karate-Hieb kann der? Was? Passt ja gar nicht. Nein. Oh Gott, bitte nicht critten. Oh Gott, wir schaffen das. Ja, wir sind Level 8. Nice. Ich habe nur leider keine Ahnung, auf welchen Levels sie sich entwickeln. Ich weiß, ob das sich entwickeln. Sehr schön, Level 8. Und er lernt Masenko, Entschuldigung. Das ist eine Ki-Attacke, da habe ich mal gesehen. Mega geil. Aber wir haben keine Heilung, wir gehen mal ins Pokémon-Center. Leute, ich könnte das, glaube ich, jetzt
sofort die ganze Nacht durchspielen. Das ist einfach nur der Shit, Leute. Und ich hoffe, das Spiel ist nicht so laut. Mir kommt das so laut vor. Das ist ja nicht das Pokémon Center, sondern die, ja, die Kapsel sozusagen. Heal Center, genau. Die Fighters heilen. Ja, bitte heil unseren Gohan. Das ist so geil. Es ist so geil, Leute. Full Health. Dankeschön. Steht da ja am Pokémon Center drauf. Es steht drauf. HC Heal Center, ja. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, was wir hier machen müssen. Ich glaube, zum Markt gehen und ein Paket abholen. War das so? Ja, genau. Ja, genau. Genau, genau. Das war das. Ja, ein Brief. Ah, Entschuldigung, Brief. Ich dachte, ein Paket. Genau. Okay, dann gehen wir mal das zurückbringen noch, würde ich auf jeden Fall sagen. Leute, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like auf das Video. Schreibt in die Kommentare irgendwas. Und ich habe es auch schon bei Dragon Quest und so weiter gesagt. Es muss leider eine gewisse Anzahl an Leuten, an Community von euch interessieren. Sonst sagt YouTube, boah, der Kanal läuft voll schlecht, der kriegt keine gute Bewertung mehr. Algorithmus sagt, nee. Also es müssen leider wirklich immer genug der Abonnenten auch die Videos gucken. Sonst ist leider, bleibt es bei dem angezockt. Das ist leider so, ich kann das nicht ändern. Da kann ich leider nichts dafür, Leute. Also wenn ihr mehr sehen wollt, liken, zeigt es euren Freunden, irgendwas, hoppla, hab ich verdrückt. Nein! Ach Gott, verdrückt man sich einmal kurz, ne? Los, Gohan! Oh, werden wir hier den Masenko einsetzen? Masenko, true. Wir setzen mal Masenko ein, das sieht mir verdammt cool aus. Er heilt sich wieder, perfekt, er heilt sich eben mit der Beere. Jetzt können wir Masenko einsetzen. Das sieht mich so aus. Geil, oder? Geil! Richtig oldschool, Leute. Mega stark auch, boah. Sehr schön. Leute, es läuft. Nice. Wir haben schon eine Ki-Attacke, ich bin glücklich. Ich bin glücklich mit der Ki-Attacke. Jetzt gehen wir den Brief ab. Dann sollten wir auch, glaube ich, endlich mal Pokebälle bekommen. Der Tief hier. Wir versuchen jetzt mal One zu hitten einfach. Ich brauche die Erfahrung. Masenko und tschüss. Hoffentlich. Ja, perfekt. Passt. Passt, perfekt. Nebenbei Erfahrung muss ich leider mitnehmen. Wir wollen ja auch diese Fighter entwickeln, Leute. Guckt euch die Häuser bitte an. Guckt euch die Häuser bitte an. Es ist geil. Leute, es ist einfach geil. So, jetzt gehen wir den Brief ab. Und da am Tisch liegen nämlich, glaube ich, die Scouter. Unser Pokédex. Ja, wir haben es für dich. Ich glaube, hier liegt unser Pokédex sozusagen. Unsere Scouter. Ah, jetzt kommt der auch schon wieder. Nerv nicht so, wir kennen dich ja schon. Das ist der typische Pokémon-Anfang. Und falls es euch nicht aufgefallen ist, guckt euch mal den Typen an. Das ist Bulmas Vater mit der schwarzen Katze auf der Schulter. So, Professor Eich ist Bulmas Vater mit der schwarzen Katze. Mega nice. Jetzt bekommen wir unsere Scouter. Ja, wir haben einen Scouter, Leute. Jetzt können wir messen, ob der Gegner over Level 9000 ist. Und ja, sozusagen unser... Oh ja, wir haben jetzt Kapseln bekommen. Unsere Pokébälle, die Kapseln haben wir auch. Sehr schön. Wir können jetzt, Leute, wir können jetzt Yamchu fangen. Wir können Krillin fangen. Wir können die alle fangen. Oh, Mann. Ah, ich kann sich überspringen. Ah, jetzt. Ja, lass uns laufen. Lass uns gehen, bitte. Lass uns bitte gehen. Na genau, die Schwester von ihm hat ja noch eine Map von uns. Die ganz guten alten Pokémon-Spiele, Leute. Jetzt können wir aber von unserem Scouter gehen. Dann sehen wir hier, ganz normal durchgehen, genau. Goku haben wir hier zum Beispiel. Kann sich Goku angucken. Und gehen wir hier zurück. Achso, genau. Und hier Gohan sieht man mit dem Dragon Ball, den haben wir schon. Kannst du lesen, ne? Er ist Gokus Sohn und er ist sehr stark mit seinem Potenzial. Es ist einfach geil. Leute, es ist einfach geil, bitte. Haut's mal in die Kommentare, wie geil es ist. Ich hoffe, ich kriege es mit dem Safen richtig hin und so weiter. Denn hier speichert man natürlich anders. Jetzt können wir auch die Map abholen, dass wir wirklich alles erledigt haben, sozusagen, hier in der ersten Folge. Falls es noch eine weitere gibt, weiß ich noch nicht. Ich bin im Hype, ich find's geil. Ist das die Schwester? Nö. Ah, jetzt. Okay. Town Map. Perfekt. Dann eine Map. Sehr schön. Dann die Map angucken auch. Ist die in der Tasche? Hm. Doch, die war in der Tasche, oder? Ah. Ja, egal jetzt. Egal jetzt. Leute, wir können nun endlich... Ja,
Fighter fangen. Ich würde gerne noch einen fangen mit euch, bevor wir dieses angezockt Folge beenden hier. Ich will noch was fangen mit euch, aber nicht ihn. Ich hätte, glaube ich, gern... Was hätte ich denn gern? Bis jetzt hat mir gar nichts gefallen. Ich will keinen Krillin eigentlich. Ich will keinen... ich will keinen... Yamchu. Aber wir werden, glaube ich, einen Krillin nehmen müssen. Ich weiß auch nicht, was ist hier Pflanze, Wasser ist. Was, der hat überlebt? Was? Das geht gar nicht. Das geht schon mal gar nicht, Leute. Können wir nicht zulassen. Wir müssen noch weiter leveln, wie gesagt. Also hier ist echt nur dieser Dieb und der Pflanzenmann. Hier in diesen Büschen. Bis jetzt hat mir nichts anderes, oder? Nö, schon der gleiche. Den will ich nicht haben. Ist natürlich ein Dragon Ball Charakter und so weiter. Aber nee, ich gehe jetzt auch mal schnell weg. Geh mal raus hier. Bisschen schneller geht. Ich würde mich echt gerne was fangen, aber ich will keinen Scheiß fangen, Leute. Ich will keinen Scheiß fangen. Geh jetzt rüber und holen uns einen Krillin. Würde ich mal sagen. Oder Yamchu. Ich will einfach was fangen und ja, dann mal gucken. Muss es ja nicht mit dem dann spielen. Es gibt ja auch hier die PC-Box, wo man sie ablagern kann und so weiter. Es ist so geil. Es ist so geil. Ich habe so Bock, Leute. Ich habe so Bock auf das Game. Wenn ihr nicht mehr sehen wollt, dann spielt es nämlich einfach alleine weiter. Okay, Yamchu wird unser erster. Bei Level 3 denke ich, dass man auch einfach so die Kapseln draufwerfen kann. Ich glaube nicht, dass wir ihn schwächen müssen. Ich versuche gerade, Yamchu zu fangen. Er ist ausgebrochen, was? Oh nein, okay, es geht nicht so einfach. Es hat nicht mal gewackelt. Ich muss versuchen, ob er überlebt. Ja, okay. Die sind doch härter als gedacht. Die wackeln auch. Ich hab einen Yamchu gefangen. Ich hab einen Yamchu gefangen. Wir haben einen Yamchu gefangen. Nickname? Nein, danke. Leute, wir haben unseren ersten Krieger gefangen. Ich würde sagen, das ist ein perfektes Ende für die erste Folge. Wollt ihr mehr sehen, gebt einen Daumen hoch, schreibt es in die Kommentare. Irgendwas, wenn ich Bescheid weiß. Wie gesagt, wenn ihr nicht mehr sehen wollt, ich spiele es gerne auch alleine. Es macht mich echt Spaß. Leute, lasst ein Abo da, um nichts in der Welt der Mobile Games, Anime Games, Card Openings und so weiter zu verpassen. Ihr unterstützt mich immer mit einem Abo auch sehr. Dankeschön. Werdet Teil der Community. Viel Spaß, haut rein und ciao.